Am Sonntag ist vor einem Hotelzimmer in Mels ein 45 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Die Strafverfolgungsbehörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. 1-1 in Mels SG wurde am Sonntagmorgen der Italiener B., 45, tot vor seinem Hotelzimmer gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Google Street View. Darum geht's: vor einem Hotelzimmer an der Charlottengasse in Mels ist ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Wirt meldete dem Sanitätsnotruf 144, dass ein Mann im Gang vor einem Hotelzimmer liege. Die ausgerückten Rettungssanitäter stellten fest, dass der Mann tot war. Sie erkannten, dass es sich um ein Delikt handeln muss. Aufgrund dessen erfolgte ein größeres Aufgebot von Patrouillen und Spezialistinnen und Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet. Im Moment gehen die Ermittler davon aus, dass es im Hotelgang zu einem Streit kam. Dabei wurde der 45-jährige Mann getötet. Wer genau an diesem Streit beteiligt war, ist unklar. Die genaue Todesursache wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin ermittelt. Bei der Gewalttat wurde weder eine Schusswaffe noch ein Messer eingesetzt. Am Auffindungsort des Toten befand sich ein 19-jähriger Schweizer. In welchem Zusammenhang er zur Tat steht, ist laut der Kantonspolizei St. Gallen unklar. Er wurde auf Verfügung der Staatsanwältin festgenommen. Beim Opfer handelt es sich um einen 45-jährigen Italiener. Er war seit einigen Monaten Langzeitmieter im Hotel. Beliebt bei den Gästen. Gemäß Willi Meyer, der Betriebsführer des Hotels Schäffli, war der Italiener seit über einem halben Jahr Gast im Hotel. Er war ein sehr seriöser und integrierter Typ. Er war sehr beliebt bei den Gästen, so Meyer zu 20 Minuten. Meyer, der den Leichnam entdeckte, ging zuerst von einer ausgearteten Fastnachtsfeier aus. Laut seinen Aussagen lagen beide Männer, der Italiener sowie der 19-jährige Schweizer, vor der offenen Hotelzimmertüre am Boden. Ich sah, wie die beiden vor dem Zimmer liegen und dachte, dass sie schliefen, so Meyer. Erst später, als er sie zu wecken versuchte, merkte er, dass der Italiener tot war. Man konnte eine Blutlache sehen, so der Hotelbetreiber. Der Hotelbetreiber geht von einem Unfall aus. Ich vermute, dass es ein ungeschickter Sturz war, so Meyer. Dies sei aber nur seine Vermutung. Laut Hans-Peter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, werden nun umfangreiche Abklärungen getroffen. Es sind ein Haufen Fragen, die nun geklärt werden müssen, so Krüsi.